wir zur ersten Vorlesungseinheit der einfachen linearen Regression. Bevor wir damit beginnen, kurz noch ein paar Worte zur Struktur dieser Vorlesung. Also Sie haben auf dem auf dem Semesterplan in der Einführung gerade eben gesehen, dass die Vorlesung aus drei Teilen besteht. Die drei Teile heißen Grundlagen, Theorie und Anwendung. Die Idee dahinter ist, dass wir uns in Grundlagen eben ein paar mathematische Grundlagen verschaffen, die wir benötigen, um das allgemeine lineare Modell formulieren zu können. Dazu gehören insbesondere Matrizenrechnungen und multivariate Normalverteilungen. Dann in der Theorie betrachten wir das allgemeine lineare Modell in seiner allgemeinen Form. Das heißt, wir gucken uns die Modellformulierung, die Modellschätzung und die Modellevaluation mit Hilfe von T- und F-Statistiken an. Dann in der Anwendung werden wir sehen, wie sich viele statistische Testverfahren, die Ihnen bereits auch inzwischen bekannt sein sollten, wie sich diese statistischen Testverfahren alle als Spezialfälle unter ein gemeinsames Dach, nämlich das Dach des allgemeinen linearen Modells, bringen lassen. So, und zu Beginn der Grundlagen gibt es noch eine kleine Einführung, und diese Einführung besteht aus den ersten zwei Sitzungen Regression und Korrelation. In diesen beiden Sitzungen werden wir das Modell der einfachen linearen Regression kennenlernen, was ein einfacher Spezialfall des ALMs ist. Und wir werden zunächst dieses Modell definieren, um schon mal eine gewisse Intuition dafür zu haben, was wir hier die ganze Zeit tun, bevor wir dann später zum allgemeinen Fall übergehen. Wir werden uns dem Modell der einfachen linearen Regression mithilfe der Methode der kleinsten Quadrate annähern. Die Methode der kleinsten Quadrate ist eine Methode, um eine Gerade zu bestimmen, die einen Datensatz aus zwei Variablen x und y in bestimmter Hinsicht optimal beschreibt. Wir werden dann das Modell der einfachen linearen Regression formal definieren und erste Eigenschaften betrachten, zum Beispiel die Maximum Likelihood-Schätzer dieses Modells. Okay, bevor wir die Methode der kleinsten Quadrate einführen können, beschreibe ich zuerst noch kurz unser Anwendungsbeispiel, also Sie kennen das schon. Wir haben hier ein Anwendungsszenario aus der Psychotherapie, in dem Sie sich fragen, führen mehr Therapiestunden eigentlich zu einer höheren Wirksamkeit der Therapie? Das wäre wünschenswert, dass das so ist, weil es würde ja bedeuten, dass Psychotherapie hilft. Wie kann man diese Frage konzeptualisieren? Naja, Sie könnten sich fragen, ob die Anzahl der Therapiestunden, die Sie einem Patienten oder einer Patientin verabreichen, als unabhängige Variable sich auswirkt auf die Symptomreduktion bei diesem Patienten oder dieser Patientin als abhängige Variable. Kurz nochmal zur Wiederholung, was abhängige und unabhängige Variablen sind. Unabhängige Variablen sind typischerweise Variablen, die wir festlegen, die sich unter unserer Kontrolle befinden, indem wir zum Beispiel eine bestimmte Größe variieren, in dem Fall Anzahl der Therapiestunden. Und die abhängigen Variablen sind Variablen, die wir typischerweise messen und von denen dann angenommen wird, dass sie von den unabhängigen Variablen abhängig sind. Deshalb abhängige Variablen. Gut, wir haben hier einen Beispieldatensatz bestehend aus 20 Beobachtungen, wobei jede Beobachtung ein xi und ein yi-Wert hat. Und der xi-Wert steht dabei für die Anzahl der Therapiestunden und der yi-Wert für die beobachtete Symptomreduktion. Also wir können uns beispielsweise vorstellen, dass Sie mit Depressionspatienten arbeiten und dann würden Sie zum Beispiel das Back Depression Inventory, BDI, benutzen, um die Symptomschwere vor und nach der Therapie zu messen. Und dann würden Sie die Differenz daraus bilden, das wäre dann die Symptomreduktion. Hier habe ich diesen Beispielansatz einmal visualisiert, y gegen x, und es gibt grundsätzlich zwei Interpretationen, wie Sie sich diesen Datensatz vorstellen können. Also Sie können annehmen, dass es ein einzelner Patient ist
Und dass wir bei diesen Patienten nach jeder Therapiestunde die Symptomreduktion gemessen haben. Also nach der ersten, nach der zweiten, nach der dritten. In diesem Fall würden diese Punkte hier einen zeitlichen Verlauf der Symptomreduktion über die Zeit darstellen. Sie können natürlich genauso gut annehmen, dass es sich bei diesen 20 Beobachtungen um 20 verschiedene Patienten handelt. Ja? Dass also wir die Variable Therapiestunden systematisch variiert haben, indem wir einem Patienten eine Therapiestunde, anderen Patientin zwei Therapiestunden und so weiter verabreicht haben bis zu 20 Therapiestunden. In dem Fall würden diese Punkte hier Beobachtungen einer Gruppe von Patienten darstellen und dies ist auch die Interpretation, von der wir im Folgenden durchgängig ausgehen werden. Ja? Also wir gehen hier davon aus, dass wir über eine Gruppe von einer Gruppe von Patienten Daten gemessen haben und von dort ausgehend eben allgemeine Aussagen über den Zusammenhang von Therapiestunden und Symptomreduktion machen wollen. Das heißt, die uns leitende Frage wäre immer, welcher funktionale Zusammenhang zwischen X und Y liegt diesen Daten zugrunde? Wenn Sie jetzt mit bloßem Auge auf diese Daten schauen, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, dass es einen Zusammenhang gibt und dass dieser Zusammenhang dergestalt ist, dass wenn x größer wird, auch y größer wird und dass dieser Zusammenhang irgendwie linear aussieht. Das heißt, dass mit gleicher Änderung der Anzahl Therapiestunden auch gleiche Änderungen in der Symptomreduktion erfolgt. Was wir jetzt noch nicht wissen, ist, ob dieser Zusammenhang auch statistisch signifikant ist. Was wir auch nicht wissen, ist, ob er vielleicht durch eine quadratische Funktion besser beschrieben wird als durch eine lineare Funktion. Das sind alles Fragen, die sich mit Hilfe statistischer Analysen beantworten lassen. Okay, und im Mittelpunkt der Methode der kleinsten Quadrate steht der Begriff der Ausgleichsgrade. Bevor wir den Begriff der Ausgleichsgrade verstehen, müssen wir erstmal den Begriff der Gerade einführen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass wir hier einen Vektor Beta, der besteht aus zwei reellen Zahlen, Beta 0 und Beta 1. Ist also ein zweidimensionaler Vektor reeller Zahlen. Und dann ist eine Gerade gegeben durch eine linear affine Funktion der folgenden Form. F Beta von x ist gleich Beta 0 plus Beta 1 mal x. Sie haben das vermutlich im Schulunterricht häufiger gesehen in der Form y ist gleich mx plus n oder manchmal auch f von x gleich mx plus n. Wir benutzen hier ebenfalls diese funktionale Schreibweise und sagen eben fx gleich Beta 0 plus Beta 1 mal x. Sie wissen ebenfalls aus der Schule, dass die Parameter so einer Gerade gewisse ansprechende Interpretationen haben. Beta 0 bestimmt den Schnittpunkt der Gerade mit der y-Achse. Das heißt, wenn wir hier x gleich 0 einsetzen, dann ist der Funktionswert Beta 0. Und deshalb wird Beta 0 auch als Offset-Parameter oder im Statistikprogramm häufig Intercept-Parameter bezeichnet. Beta 1 gibt wieder, um wie viele Einheiten sich der y-Wert, der Funktionswert verändert, wenn wir uns um eine Einheit x im x-Wert voran bewegen. Oder in anderen Worten gibt das Ausmaß der y-Einheitsdifferenz pro x-Einheitsdifferenz wieder. Beta 1 wird deshalb auch Anstieg der Gerade oder Steigungsparameter oder in Statistikprogrammen auch Slope-Parameter genannt. So, das hier sind Beispiele für solche verschiedenen linear-affinen Funktionen oder Geraden. Hier haben wir zunächst mal wieder unseren Datensatz im Koordinatensystem und dann haben wir uns dazu einfach beispielhafte geraden Parameter Beta 0 und Beta 1 ausgedacht, die dazugehörige Gerade berechnet und mit ins Koordinatensystem hinein visualisiert. So, jetzt haben wir hier dreimal denselben Datensatz und drei verschiedene Geraden. Intuitiv würden Sie wahrscheinlich sagen, dass die Gerade auf der rechten Seite den Datensatz am besten beschreibt, weil die Abstände zwischen der Gerade und den Punkten im Vergleich mit den anderen beiden Geraden irgendwie minimal sind.
wenn man es über alle Datenpunkte mittelt. Das ist die Intuition und diese Intuition lässt sich auch formalisieren im Begriff der Ausgleichsgrade. Also gegeben sei ein Datensatz. Dieser Datensatz ist eine Teilmenge des zweidimensionalen euklidischen Raums, also von R hoch 2. Und dieser Datensatz besteht aus n Datenpunkten, wobei jeder Datenpunkt ein Paar von einem x und einem y-Wert ist. So, dann betrachten wir die Funktion qbeta als die Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen der y-i von den Funktionswerten f von x, y. Das heißt, wir bilden die Summe über alle Datenpunkte und rechnen aus y-i minus f beta x von i in Klammern zum Quadrat. Wenn wir jetzt den Wert von f beta x i einsetzen, dann erhalten wir Summe von i gleich 1 bis n, y minus beta 0 plus beta 1 mal xi in Klammern zum Quadrat. Diejenige Gerade, für die diese Funktion q beta, also die Funktion hängt von beta ab, von den Geradenparametern, für die diese Funktion ihr Minimum annimmt, nennen wir dann die Ausgleichsgrade für den gegebenen Datensatz. Wir haben jetzt hier nochmal dieselbe Abbildung wie eben gerade und betrachten dabei zusätzlich die Funktion qbeta. Dazu haben wir hier die vertikalen Abweichungen der Datenpunkte von der Gerade eingezeichnet. Und wie Sie sehen, sind diese vertikalen Abweichungen im Allgemeinen länger und größer bei den Geraden auf der linken Seite und in der Mitte. Das bedeutet, wenn wir hier die Funktion qbeta berechnen, dann hätten wir hier sehr hohe Werte, während wir für diese Gerade einen sehr geringen Wert bekommen. Und dann wäre diese Gerade in diesem Sinne die Ausgleichsgrade für diesen Datensatz. Ich habe dazu auch noch eine kleine Animation vorbereitet, anhand der man das nochmal nachvollziehen kann. Hier haben wir jetzt auf der linken Seite nochmal den Datensatz und eine Gerade, die durch diesen Datensatz verläuft. Das ist nicht zu jedem Zeitpunkt die Ausgleichsgrade. Dann haben wir in der Mitte die Funktion qbeta als Funktion des Offset-Parameters beta 0 und rechts die Funktion qbeta als Funktion des Steigungsparameters beta 1. So, jetzt können wir uns vorstellen, dass in einem ersten Schritt zunächst einmal beta 0 verändert wird. Das würde bedeuten, dass sich die Gerade dann einfach nur nach oben und unten bewegt. Dann haben wir irgendwo ein Optimum, wo die Summe der quadrierten vertikalen Abweichung als Funktion von beta 0 minimal wird. Dann nehmen wir diesen Wert und jetzt könnten wir uns vorstellen, dass wir in einem zweiten Schritt beta 1 verändern. Das würde dann dazu führen, dass die Gerade rotiert um diesen Mittelpunkt hier. Und dann gibt es dort auch wieder einen Punkt, an dem wir das Minimum der Funktion q beta erreichen und die Parameter, die wir dann erhalten, wären unsere Ausgleichsgradenparameter. Gut, diese Animation gibt Ihnen eine numerische Intuition dafür, wie sich die Sache mit der Ausgleichsgrade verhält. Also es geht immer darum, quadrierte vertikale Abweichungen zu minimieren und da, wo die minimal werden, haben wir eben die Ausgleichsgrade. Tatsächlich ist aber so, dass wir natürlich keine numerischen Verfahren brauchen, um diese Ausgleichsgrade zu finden. Das heißt, wir müssen uns nicht Parameterwerte Beta 0 und Beta 1 ausdenken, die dann testen und uns so iterativ den Ausgleichsgradenparameter annähern, sondern es gibt Formeln, mithilfe derer man die berechnen kann. Und die sind Gegenstand des folgenden Theorems. Also gegeben sei wieder ein Datensatz aus n Datenpunkten, jeder Datenpunkt ein Paar von x und y-Wert. Und dann hat die Ausgleichsgrade die folgende Form. F von x ist gleich Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal x, wobei Beta 0 und Beta 1 Dach durch folgende Formeln gegeben sind. Beta 1 Dach ist gleich die Stichproben-Kovarianz von x und y, cxy, geteilt durch die Stichproben-Varianz von x, sx². Und Beta 0 Dach ist gleich der Mittelwert von y minus der Mittelwert von x multipliziert mit Beta 1 Dach. Die Begriffe der Stichproben-Kovarianz
Und der Stichpunkt Varianz sind Ihnen aus dem Wintersemester bekannt. Das heißt, wenn wir hier die altbekannten Formeln einsetzen, dann halten wir für Beta 1 diesen alternativen Ausdruck hier. Summe über alle Datenpunkte von xi minus x quer mal yi minus y quer geteilt durch Summe über alle Datenpunkte von xi minus x quer zum Quadrat. Hier an der Stelle ein Hinweis, wir sprechen hier von der Stichproben-Kovarianz cxy und auch von der Stichproben-Varianz s2x, auch wenn es sich bei x natürlich nicht um eine Zufallsvariable oder um Realisierung einer Zufallsvariable handelt. Also wir haben gerade gesehen, x ist in unserem Fall die unabhängige Variable. Das heißt, wir kontrollieren die und haben eben festgelegt und dann handelt es sich dabei natürlich nicht um eine Stichprobe, aus der wir Realisierung ziehen. Der Einfachheit halber verwenden wir dennoch hier die Ausdrücke Stichproben-Kovarianz und Stichproben-Varianz, weil eben die funktionale Form der Ausdrücke dieselbe ist wie bei der Stichproben-Kovarianz und Stichproben-Varianz. Gut, wo kommen diese Formeln her? Natürlich kann man diese Formeln herleiten und um diese Formeln herzuleiten, muss man sich nochmal fragen, was besagt eigentlich das Theorem? Das Theorem besagt, dass diese Werte Beta 0 und Beta 1 Dach eine bestimmte Funktion minimieren, nämlich die Funktion der quadrierten vertikalen Abweichung. Diese Funktion können wir hinschreiben, die hat die folgende Form: Summe von i gleich 1 bis n, yi minus Beta 0 plus Beta 1 xi in Klammern zum Quadrat. So, wie bestimmen wir das Minimum dieser Funktion? Natürlich Ableitungen bilden und Ableitungen 0 setzen. Wir können, diese Funktion hängt von zwei Variablen ab, Beta 0 und Beta 1. Das heißt, wir können zwei Ableitungen bilden, in diesem Fall die Ableitung nach Beta 0 und Beta 1. Wenn wir die Ableitung nach Beta 0 bilden, sehen wir zunächst, dass das hier eine Summe ist. Das heißt, wir können die Summenregel anwenden. Ableitung der Summe ist gleich Summe der Ableitung. Dann haben wir hier noch diesen Term und da ist die äußere Funktion zunächst mal irgendwas zum Quadrat und die Ableitung davon ist 2 mal irgendwas, das wird also übernommen, mal die innere Ableitung, das heißt die Ableitung dessen, was die innere Funktion besagt. Der einzige Term, der hier von Beta 0 abhängt, ist dieser, minus Beta 0 und wenn man das ableitet nach Beta 0, kommt man auf minus 1. Das minus 1 schreiben wir vor die Summe und dann ist das die Ableitung von Q Beta nach Beta 0. Dasselbe können wir für Beta 1 machen. Hier haben wir zunächst wieder die Summenregel. Ableitung der Summe ist gleich Summe der Ableitung. Dann haben wir hier wieder die äußere Funktion irgendwas zum Quadrat. Die Ableitung davon ist 2 mal irgendwas. Jetzt müssen wir wieder multiplizieren mit der Ableitung der inneren Funktion. Und die innere Funktion hängt an dieser Stelle von Beta 1 ab, minus Beta 1 xi. Wenn man hierbei Beta 1 als Variable betrachtet, ist die Ableitung davon minus xi. Das Minus ziehen wir wieder aus der Summe raus, zusammen mit der 2. Das xi bleibt an dieser Stelle hier stehen. So, im nächsten Schritt müssen wir jetzt diese beiden partiellen Ableitungen 0 setzen. Wenn wir das tun, sehen wir, dass wir zunächst mal hier durch 2 teilen können. Auf der anderen Seite passiert nichts, weil da 0 steht. Und dann ziehen wir die Summe auseinander. Das heißt, wir schreiben hier bei der Ableitung nach Beta 0 Summe über alle yi minus Summe über Beta 0 minus Summe über alle xi Beta 1. Und dann können wir das umstellen. Das heißt, wir ziehen diese beiden Summen hier auf die andere Seite rüber. Summe über Beta 0. Beta 0 hängt nicht von i ab, wird also einfach n mal aufsummiert. Das Ergebnis davon ist n mal Beta 0. Hier können wir Beta 1 aus der Summe rausziehen, dann haben wir Beta 1 mal Summe über alle xi und auf der anderen Seite bleibt dieser Term hier stehen. Das ist die Summe über alle y. Wenn wir die Ableitung nach Beta 1 uns anschauen, sieht es dort ähnlich aus. Wir bringen diese Summen, die hier mit einem Minuszeichen beginnen, auf die andere Seite rüber.
Dann können wir hier jeweils Beta 0 und Beta 1 rausziehen und haben Beta 0 mal Summe über alle xi plus Beta 1 mal Summe über alle xi Quadrat. Auf der anderen Seite bleibt stehen Summe über alle yi mal xi. Hierbei haben wir das xi, was sich in der Ableitung ergeben hat, jeweils mit der Klammer ausmultipliziert. Dieses Gleichungssystem, was aus diesen beiden Gleichungen besteht, wird System der normalen Gleichungen genannt und Werte Beta 0 und Beta 1, die also die Funktion q minimieren, müssen diese beiden Gleichungen erfüllen. Jetzt gucken wir uns zunächst mal die erste Gleichung an, weil sich die relativ leicht nach Beta 0 umstellen lässt. Wir können also hier einfach diese Summe auf die andere Seite bringen und dann durch n teilen. Dann erhalten wir Beta 0 Dach ist gleich Summe über alle yi geteilt durch n. Summe über alle yi geteilt durch n ist das Stichprobenmittel. Das heißt, hier steht y quer. Und dann haben wir hier noch Beta 1 Dach mal Summe über alle xi geteilt durch n. Das heißt, hier haben wir wieder das Stichprobenmittel und dann bleibt hier minus Beta 1 Dach mal x quer stehen. Jetzt haben wir bereits einen Ausdruck für Beta 0 Dach, wie er im Theorem angegeben ist. Und im nächsten Schritt werden wir diesen jetzt in die Ableitung, also in die 0 gesetzte Ableitung nach Beta 1 einsetzen. Da kommt Beta 0 nur einmal vor, das heißt hier schreiben wir hin y quer minus Beta 1 Dach mal x quer. Dann können wir ausmultiplizieren, da haben wir hier einmal y quer mal Summe über alle xi minus Beta 1 Dach mal x quer mal Summe über alle xi und diese Terme hier bleiben stehen plus Beta 1 Dach mal Summe über alle xi Quadrat ist gleich Summe über alle yi xi. Im nächsten Schritt werden wir jetzt Beta 1 Dach ausklammern und diese Summe auf die andere Seite bringen. Dann haben wir hier Beta 1 Dach mal in Klammern Summe über alle xi Quadrat, das kommt hierher, minus x quer mal Summe über alle xi, das kommt hierher. Und auf der anderen Seite haben wir Summe über alle yi xi mal y minus y quer mal Summe über alle xi. So, an dieser Stelle machen wir jetzt eine Vereinfachung. Wir sagen nämlich, dass es für diese beiden Terme, die auf der linken Seite in Klammern und auf der rechten Seite stehen, eine vereinfachte Form gibt. Und zwar entspricht dieser Term hier auf der linken Seite der Summe über alle Datenpunkte xi minus x quer in Klammern zum Quadrat. Und der Term hier auf der rechten Seite entspricht der Summe über alle Datenpunkte yi minus y quer mal xi minus x quer. Das müssen Sie mir nicht glauben, das können Sie hier auch auf den Folien nachlesen. Also auf der folgenden Folie befindet sich die Herleitung, dass das hier xi minus x quer zum Quadrat ist. Und auf dieser Folie haben wir hier die Herleitung, dass das yi minus y quer mal xi minus x quer ist. Wenn wir das einsetzen, dann erhalten wir diese Gleichung hier und jetzt teilen wir durch diese Summe, um Beta 1 Dach zu isolieren. Und dann haben wir diesen Bruch, der einmal hier so eine Art Kovarianzterm und einmal so eine Art Varianzterm oder Summe beinhaltet. Und wenn wir jetzt hier noch auf jeder Seite des Bruches 1 durch n-1 ergänzen, dann haben wir eben die wohlbekannten Formeln für Stichprobenkovarianz und Stichprobenvarianz, sodass sich Beta 1 Dach ergibt als cxy geteilt durch sx². Gut, das Ganze kann man dann natürlich auch mal durchrechnen anhand unseres Beispieldatensatzes. Ich habe diesen Beispieldatensatz hier als CSV-Datei abgespeichert. Sie wissen bereits aus dem letzten Semester, wie man so einen Datensatz mit R einliest und als Datenframe abspeichert. Dann können wir die entsprechenden Größen berechnen, also x quer, y quer, s Quadrat, x und cxy mit Hilfe dieser Größen dann
die Ausgleichsgradenparameter Beta 1, Beta 0 berechnen und wir sehen, dass hier wieder genau die Werte rauskommen, die wir auch vorhin schon hatten. Das Ganze kann man dann natürlich noch visualisieren. Dazu haben Sie hier ebenfalls nochmal den R-Code. Und wenn man das tut, dann sieht das so aus. Das ist die Ausgleichsgrade mit den Parametern minus 6,19 und 1,66. So, man kann diesen Begriff der Ausgleichsgrade natürlich noch ein bisschen weiterdenken, indem man annimmt, dass der funktionale Zusammenhang von x und y etwas komplexerer Natur ist als ein Zusammenhang, der sich durch eine Gerade, durch eine linear-affine Funktion beschreiben lässt. Eine Möglichkeit, das in dieser Form weiterzudenken, ist der Begriff des Ausgleichspolynoms. Und um das Ausgleichspolynom zu verstehen, müssen wir zunächst mal wieder den Begriff des Polynoms einführen. Wir gehen also davon aus, dass wir hier wieder einen Vektor Beta gegeben haben. Der enthält reelle Zahlen von Beta 0 bis Beta k, ist also ein k plus 1 dimensionaler Vektor reeller Zahlen. Und dann ist ein Polynom Kartengrades durch folgende Funktion gegeben. F von x ist gleich Summe über alle Einträge dieses Vektors Beta, wobei Beta i mit x hoch i multipliziert wird. X hoch 0 ist gleich 1, das heißt an der Stelle yi steht hier an der Stelle i gleich 0 steht hier Beta 0, weil x hoch 0 eben 1 ist. X hoch 1 ist x, das heißt an der Stelle yi gleich 1 steht hier Beta 1x. An der Stelle i gleich 2 steht hier Beta 2 mal x Quadrat und so weiter und so fort für alle Einträge des Vektors Betas, Beta bis k. Gut, dann definieren wir, was wir unter einem Ausgleichspolynom bestehen. Gegeben sei wieder ein Datensatz. Datensatz besteht aus n Datenpunkten. Jeder Datenpunkt ist ein Paar aus einem x und einem y. Jetzt definieren wir ganz analog zu vorhin wieder q Beta als die Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen der yi von den Funktionswerten f Beta xi. Das ist dann die Summe über alle Datenpunkte, wobei yi minus Summe über alle Terme des Polynoms Beta i mal x hoch i berechnet wird und das Ganze quadriert wird und dann aufsummiert über alle Datenpunkte. Hier in dieser Summe sehe ich gerade, müsste übrigens j stehen, weil wir i hier schon als Index der äußeren Summe verwenden. Ich schaue mal, ob ich das nochmal korrigieren kann. So, und ebenfalls analog zum Begriff der Ausgleichsgrade sagen wir dann, dass das Polynom, für das diese Funktion q Beta ihr Minimum annimmt, dass das dann das Ausgleichspolynom Kartengrades für den entsprechenden Datensatz ist. Wir nehmen hier wieder an, dass das Minimum von q eindeutig ist. Das können wir tun, weil es sich um quadratische Funktionen handelt und die haben nur einen Extrempunkt. Dann gibt es natürlich gewisse Spezialfälle des Ausgleichspolynoms. Beispielsweise ist die Ausgleichsgrade das Ausgleichspolynom für k gleich 1, also das Ausgleichspolynom ersten Grades. Und man könnte jetzt auch wieder die Parameterschätze oder die Parameterwerte Beta 0 Dach bis Beta k Dach herleiten, die dieses Ausgleichspolynom k Grades beschreiben. Das werden wir an der Stelle hier aber nicht tun, weil wir das an späterer Stelle im Rahmen der Theorie des allgemeinen linearen Modells machen werden. Wenn wir eben erkannt haben, dass die Hinzufügung von weiteren Termen
zu einem linearen Modell nichts anderes bedeutet als die Hinzufügung weiterer Regressoren oder Prädiktoren zur Designmatrix. Dennoch können wir das Ganze hier nochmal visualisieren. Wir haben hier also unseren Beispieldatensatz 4-mal und dazu die Ausgleichspolynome ersten bis vierten Grades. Das hier ist die Ausgleichsgrade, das hier ist eine quadratische Funktion, dann haben wir hier noch Polynome dritten und vierten Grades. Was Sie sehen ist, dass die Funktion q, das heißt die Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen, immer kleiner wird, von 1 bis 4. Das ist eine wichtige Eigenschaft von multipler linearer Regression, das heißt, wenn man mehr Terme zum Modell hinzufügt und mehr Parameter, werden die Daten, die beobachteten Daten, natürlich immer genauer erklärt. Und aus dem Grund sinkt auch der Wert der Summe der quadrierten vertikalen Abweichung q Beta. Gut. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt in dieser Vorlesung. Das ist die Methode der einfachen linearen Regression. Und an der Stelle können wir uns nochmal fragen, was wir bisher uns angeschaut haben oder wo wir jetzt eigentlich stehen. Also wir haben den Begriff der Ausgleichsgrade kennengelernt und die Ausgleichsgrade erlaubt es, eine Funktion zu bestimmen, eine linear-affine Funktion zu bestimmen, die einen Datensatz aus zwei Variablen optimal beschreibt. Die Ausgleichsgrade erlaubt es uns auch, für gegebenenfalls neue x-Werte die auf diese Weise vorhergesagten y-Werte zu ermitteln. Und wir können ebenfalls Aussagen machen über die Güte der Anpassung dieser Ausgleichsgrade an den Datensatz, nämlich durch die Funktion q-Beta. Allerdings erlaubt eine Ausgleichsgrade keine wirklichen Aussagen um die mit der Schätzung der Ausgleichsgradenparameter verbundene Unsicherheit. Das Modell der einfachen linearen Regression nimmt die Idee der Ausgleichsgrade auf, aber fügt dem Ganzen eine probabilistische Komponente hinzu, namentlich die Annahme, dass Abweichungen der Grade zu den beobachteten Datenpunkten normal verteilte Fehlervariablen mit Erwartungswertparameter 0 sind. Das erlaubt es dann, quantitative Aussagen über die mit den Parameterschätzern verbundene Unsicherheit zu machen und auch Hypothesentests zu Beta 0 Dach und Beta 1 Dach durchzuführen. Wir werden jetzt hier das probabilistische Modell der einfachen linearen Regression einführen und auch die Maximum Likelihood Schätzer für die Parameter Beta 0 und Beta 1 herleiten, die Bewertung der Unsicherheit dieser Parameterschätzer sowie Hypothesentests basierend auf diesen Parameterschätzern werden wir dann an späterer Stelle betrachten, wenn wir das allgemeine lineare Modell allgemein definieren und dieses Modell immer wieder als Spezialfall heranziehen. Gut, das Modell der einfachen linearen Regression ist gegeben durch folgende Formel. Für alle Datenpunkte i von 1 bis n ist yi gleich Beta 0 plus Beta 1 mal xi, soweit ist es identisch mit der Ausgleichsgrade, plus epsilon i, wobei epsilon i angenommen wird als normal verteilt mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter Sigma Quadrat. In dieser Gleichung stehen die Variablen für folgende Dinge. Yi sind beobachtete Zufallsvariablen, die für uns die Werte einer abhängigen Variable modellieren, also beispielsweise Symptomreduktion. Xi sind fest vorgegebene Werte, die eine von uns gewählte unabhängige Variable modellieren, also zum Beispiel Anzahl der Therapiestunden. Und die werden auch Prädiktorwerte oder Regressorwerte genannt. Beta 0 und Beta 1 sind wahre, aber unbekannte Offset- und Steigungsparameter des Modells. Und
Epsilon i sind Fehler oder Störvariablen, die von uns als unabhängig und identisch normal verteilt angenommen werden, mit wahren, aber unbekannten Varianzparameter Sigma Quadrat. Dieses Modell heißt dann Modell der einfachen linearen Regression. An der Stelle noch ein Hinweis: Sie kennen das vermutlich aus dem Wintersemester so, dass Sie Zufallsvariablen mit kleinen griechischen Buchstaben, also diesem griechischen Y, bezeichnet haben und Realisierung dieser Zufallsvariablen mit lateinischem Y. Wir bezeichnen jetzt hier mit lateinisch Yi sowohl die Zufallsvariable, über deren Wahrscheinlichkeitsverteilung wir Aussagen machen können, mithilfe des Modells, was Sie also vormals griechisch Yi genannt haben, als auch eine konkrete Realisierung der Zufallsvariable, die für uns Teil eines gemessenen Datensatzes ist. Wir unterscheiden hier im Folgenden also nicht zwischen der Zufallsvariable griechisch Yi und ihrer Realisierung lateinisch Y. Dann hat das Modell der linearen, einfachen linearen Regression natürlich drei wahre, aber unbekannte Parameter, nämlich Beta 0, Beta 1 und Sigma Quadrat. Also die Offset- und Steigungsparameter und den Varianzparameter. Dann kommen wir zum ersten Theorem für dieses Modell, nämlich der Datenverteilung der einfachen linearen Regression. Das Modell der einfachen linearen Regression ist wiedergegeben durch diese Formel yi gleich Beta 0 plus Beta 1 mal xi plus Epsilon 1, wobei Epsilon 1 als normal verteilt angenommen wird. Und dann lässt sich das Ganze auch wie folgt schreiben: yi folgt einer Normalverteilung mit Erwartungswertparameter μi und Varianzparameter Sigma Quadrat. Das heißt, diese Varianz überträgt sich hier von den Fehlertermen auf die beobachteten Daten. Wobei dieser μi-Parameter gegeben ist durch Beta 0 plus Beta 1 mal xi. Diese Datenverteilungsform dürfte Ihnen bekannt vorkommen, weil es auch die Datenverteilungsform, des Modells der unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariablen ähnlich aussieht. Der Unterschied ist hier, dass wir hier nicht ein gemeinsames μ haben, was für alle Datenpunkte gleich ist und was dann erlaubt, einen Einstichproben-T-Test durchzuführen, sondern dass wir hier ein μi haben, was halt sich über Datenpunkte ändert, weil es von dem xi abhängig ist, was wir bei der jeweiligen Beobachtung i angewendet haben. Das heißt, die Werte der abhängigen Variable werden in diesem Modell im Allgemeinen mit unterschiedlichen Erwartungswertparametern modelliert. So, das kann man natürlich auch beweisen. Und um das zu tun, müssen wir uns zunächst an ein Theorem aus dem Wintersemester erinnern. Sie finden das in der Einheit 7 von Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz. Da haben wir gesehen, dass wenn zwei Zufallsvariablen durch eine linear affine Funktion verbunden sind, dass man dann Aussagen machen kann über die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer dieser Zufallsvariablen abhängig von der anderen Zufallsvariable. Also wenn die Zufallsvariable y gleich a mal die Zufallsvariable x plus b ist, dann kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von y gleich 1 durch Betrag von a mal Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von x an der Stelle y minus b geteilt durch a ist. So, wenn wir jetzt das auf diesen vorliegenden Fall übertragen, dann sehen wir, dass wir hier auch zwei Zufallsvariablen haben, nämlich yi und epsilon i, und dass sie ebenfalls durch eine linear affine Funktion verbunden sind, weil yi ist gleich epsilon i plus Beta 0 plus Beta 1 xi. Also an der Stelle haben wir zunächst mal nur die Summe aus dem einfachen linearen, aus dem Modell der einfachen linearen Regression umgestellt. Und jetzt sehen wir hier, was in diesem Fall unsere a und unsere b Werte sind. A ist 1, weil vor diesem Epsilon steht kein Faktor. Und Beta 0 plus Beta 1 mal xi ist b. Das heißt, wir können das Theorem
aus dem Wintersemester anwenden und finden Folgendes. Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von yi ist gegeben durch 1 durch Betrag von a. a ist 1 mal Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion von yi an der Stelle yi minus b. b ist aber dieser Term hier hinten, das heißt hier steht yi minus Beta 0 minus Beta 1 mal xi geteilt durch a und a ist wieder 1. So, jetzt müssen wir wissen, welche Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion hat eigentlich yi. Laut dem Modell der einfachen linearen Regression ist yi normal verteilt mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter Sigma Quadrat. Das heißt, wir schreiben hier die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion dieser Normalverteilung mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter Sigma Quadrat hin an der Stelle yi minus Beta 0 minus Beta 1 mal x. Dann wissen wir auch, welche Form die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung hat. Das ist nämlich 1 durch Wurzel aus 2 Pi Sigma Quadrat mal e hoch minus 1/2 geteilt durch Sigma Quadrat und dann die Stelle, an der wir sind, minus Erwartungswertparameter zum Quadrat. Das wäre also hier yi minus Beta 0 minus Beta 1 mal xi minus 0 zum Quadrat. Jetzt können wir diese Summe hier einfach ein bisschen umschreiben, indem wir diese beiden Sachen einklammern. Dann haben wir hier yi minus Beta 0 plus Beta 1 mal xi. Jetzt sehen wir, dass das Ganze auch wieder die Gestalt einer Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung hat, allerdings mit anderen Parametern. Wir haben jetzt dasselbe Sigma Quadrat, aber ein anderes μ, nämlich Beta 0 plus Beta 1 mal xi. Dann schreiben wir das hin, das ist die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung an der Stelle yi mit μ gleich Beta 0 plus Beta 1 mal xi und Sigma Quadrat. Wenn wir jetzt diese Summe hier als μi definieren, dann ergibt sich die Aussage des Theorems. Gut, das Ganze kann man natürlich auch bildlich darstellen. Wir haben jetzt hier auf der x-Achse einmal die Werte der unabhängigen Variable oder die Regressor- oder Prädiktorwerte xi. Und dann haben wir in schwarz die durch das Modell vorhergesagten Erwartungswertparameter für die Beobachtung yi. Und diese Normalverteilung um die schwarzen Punkte sollen also andeuten, dass wir jetzt hier Messungen machen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit um diese Erwartungswertparameter herumliegen. Das Ganze ist hier einmal visualisiert für Beta 0 gleich 0, Beta 1 gleich 1 und Sigma Quadrat gleich 1. Wenn wir jetzt mit Hilfe des Modells der einfachen linearen Regression Daten generieren, dann haben wir eine Realisierung dieses Modells. Und in der Realisierung dieses Modells haben wir jetzt zusätzliche Werte yi, die also im Allgemeinen diesen Erwartungswertparametern, die durch das Modell bestimmt sind, μi folgen, aber um diese herum streuen, eben weil wir hier normal verteilte Fehlervariablen haben. Okay, dann kommen wir zum Schluss noch zur Maximum-Likelihood-Schätzung des Modells. Es sei also diese Formel yi gleich Beta 0 plus Beta 1 mal xi plus yi wieder das Modell der einfachen linearen Regression. Dann sind die Maximum-Likelihood-Schätzer für die drei Modellparameter Beta 0, Beta 1 und Sigma Quadrat gegeben durch folgende Formeln. Beta 1 Dach ist gleich Stichprobenkovarianz durch Stichprobenvarianz. Beta 0 Dach ist gleich y quer minus Beta 1 Dach mal x quer. Und Sigma Quadrat ist gleich der Mittelwert
der quadrierten Abweichung von der Vorhersage durch Beta 0 Dach und Beta 1 Dach. Das heißt also, wir haben ja 1 durch n mal Summe von i gleich 1 bis n von i minus, y minus Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach mal xi in Klammern zum Quadrat. Hier auch wieder noch ein Hinweis zur Notation. Also in der letzten Vorlesung haben Sie Maximum Likelihood Schätzer durch diese ML-Superskripte gekennzeichnet. So sahen die aus. Aus Gründen der Übersichtlichkeit, also weil es einfach ein bisschen unhandlich wird, wenn wir jetzt hier Sigma hoch 2 hoch ML und sowas schreiben, verzichten wir hier auf die ML-Superskripte und verwenden auch wieder das Dach-Zeichen, um Maximum Likelihood Schätzer zu kennzeichnen, wie wir das auch bei den Parametern der Ausgleichsgrade schon gemacht haben. Was wir jetzt sofort sehen, ist, dass die Maximum Likelihood Schätzer für Beta 0 und Beta 1 offenbar mit den Schätzern der Ausgleichsgrade identisch sind, also mit den Ausgleichsgradenparametern. Und das kann man natürlich auch zeigen, dass das so ist. Dazu müssen wir uns wieder fragen, wie leiten wir das eigentlich her? Also hier ist die Rede von den Maximum Likelihood Schätzern. Die Maximum Likelihood Schätzer sind die Parameterwerte, die die Likelihood-Funktion maximieren. Was ist die Likelihood-Funktion? Die Likelihood-Funktion ist die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion aller beobachteten Datenpunkte gegeben die unbekannten Modellparameter. Ja, das heißt also, wir haben die Wahrscheinlichkeitsdichte von y1 bis yn gegeben Beta 0, Beta 1 und Sigma Quadrat. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir auf die? Wir kennen zunächst einmal die Likelihood eines einzelnen Datenpunkts, denn wir wissen aus dem vorherigen Theorem, dass yi normal verteilt ist mit dem Mittelwert Beta 0 plus Beta 1 mal xi und dem Varianzparameter Sigma Quadrat. Wir wissen außerdem, dass die Datenpunkte in der einfachen linearen Regression als unabhängig angenommen werden, als unabhängige Zufallsvariablen. Und das bedeutet, dass sich dann folgender Ausdruck ergibt. Wir haben hier ein Produkt. Das Produkt kommt zustande, weil die Wahrscheinlichkeitsdichte mehrerer unabhängiger Zufallsvariablen gleich dem Produkt der Wahrscheinlichkeitsdichte der einzelnen Zufallsvariablen ist. Und dann haben wir in dem Produkt die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Normalverteilung für die Likelihood einer einzelnen Beobachtung yi. Und das wäre also 1 durch Wurzel 2 Pi Sigma Quadrat mal e hoch minus 1 halb geteilt durch Sigma Quadrat mal yi minus Beta 0 plus Beta 1 mal xi in Klammern zum Quadrat. Also genau die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion, die wir schon im letzten Theorem gesehen haben. Jetzt müssen wir dieses Produkt auflösen. Das hier vorne ist ein konstanter Faktor. Wenn wir einen konstanten Faktor n mal mit sich selbst multiplizieren, steht da einfach n hoch. Wurzel ist immer hoch 1/2 und Wurzel im Nenner eines Bruchs wäre also minus 1/2. Das heißt, wir erhalten hier 2 Pi Sigma Quadrat hoch minus 1/2. Dann haben wir hier ein Produkt von Potenzen mit der gleichen Basis e und unterschiedlichen Exponenten. Sie kennen das Potenzgesetz, a hoch m mal a hoch n ist gleich a hoch m plus n. Das heißt, bei einem Produkt von Potenzen mit gleicher Basis addieren sich die Exponenten und die Exponenten sind das, was hier in der Klammer steht. Minus 1/2 durch Sigma Quadrat ist auch wieder konstant, das heißt nicht von i abhängig, das heißt, es kommt aus der Summe raus und dann wird das Produkt außerhalb hier zu einer Summe innerhalb des Exponenten. Und wir haben hier Summe von i gleich 1 bis n über die Terme yi minus Beta 0 plus Beta 1 mal xi zum Quadrat. So, im nächsten Schritt können wir
dann die Log-Likelihood-Funktion bilden. Sie wissen, dass die Log-Likelihood-Funktion der natürliche Logarithmus der Likelihood-Funktion ist und dass der Logarithmus eine monoton steigende Funktion ist. Das heißt, wenn wir die Log-Likelihood-Funktion maximieren, maximieren wir auch die Likelihood-Funktion. So, wenn wir die Likelihood-Funktion logarithmieren, haben wir hier eine Potenz, das heißt, wir haben den Logarithmus der Basis und der Exponent bewegt sich nach vorne, also minus eine halbe Logarithmus 2pi minus eine halbe mal Logarithmus von Sigma Quadrat. Und hier haben wir eine Exponentialfunktion, der natürliche Logarithmus ist die Umkehrfunktion zur Exponentialfunktion, das heißt, was übrig bleibt, ist der Exponent. Und der Exponent sieht so aus. Und jetzt erkennen wir hier sehr schön, dass eigentlich dieser Term hier, also die Summe über alle Datenpunkte von den quadrierten Abweichungen, dass das nichts anderes ist als unsere Funktion qb, die wir vorher schon gesehen haben. Dieser Faktor hier ist negativ, das heißt, die Likelihood-Funktion und die Log-Likelihood-Funktion wird maximal, wenn dieser Summe q beta minimal wird. Wir wissen aber bereits, dass diese Summe q beta minimal wird, wenn wir die Ausgleichsgradenparameter beta 0 dach und beta 1 dach haben. Aus dem Grund sind die Maximum Likelihood-Schätzer für beta 0 und beta 1 identisch mit den Parametern der Ausgleichsgrade. Gut. Für den Varianzparameter Sigma Quadrat müssten wir jetzt Folgendes tun. Wir müssen die Likelihood-Funktion betrachten an der Stelle Beta 0 Dach, Beta 1 Dach. Dann die Log-Likelihood-Funktion bilden, die Log-Likelihood-Funktion ableiten, die Ableitung 0 setzen und auf diese Weise das Maximum bestimmen. Das werden wir an dieser Stelle jetzt aber nicht tun, weil der ganze Beweis sehr ähnlich ist zu einem Beweis, den Sie bereits im Wintersemester betrachtet haben, nämlich der Herleitung des Maximum Likelihood-Schätzers für Sigma Quadrat im Modell der unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariable. Können Sie also hier in Einheit 9 von Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz nochmal nachschauen. Der einzige Unterschied ist hier, dass wir keinen konstanten Erwartungswert Parameter Schätzer μ Dach haben, sondern eben ein μi Dach, das nichts anderes ist als Beta 0 Dach plus Beta 1 Dach, und deshalb ergibt sich der Maximum Likelihood Schätzer für Sigma Quadrat dann doch ähnlich als eben der Durchschnitt der Summe der oder die durch n geteilte Summe der quadrierten vertikalen Abweichungen, wenn man die Maximum Likelihood-Schätze für Beta 0 und Beta 1 einsetzt. Gut, auch das kann man dann natürlich ausrechnen anhand des Beispieldatensatzes. Also wenn wir hier zusätzlich zu Beta 1 und Beta 0 auch noch Sigma Quadrat mithilfe des Maximum Likelihood-Schätzers berechnen, dann erhalten wir die zunächst mal die gleichen Werte für Beta 0 und Beta 1, und für Sigma Quadrat wird hier ein Wert von 3,54 geschätzt für unseren Beispieldatensatz. Natürlich kann man dieselben Berechnungen auch mit in R eingebauten Funktionen durchführen, namentlich LM für Linear Model, das heißt also, wir würden zunächst mal wieder ein Datenframe laden, dann diese Datenframe in die Funktion LM reingehen und eine Modellformel spezifizieren. Die lautet hier so, dass yi von xi abhängt, und dann erhalten wir dieselben Parameterwerte, die wir auch eben gerade gesehen haben, nämlich 1,66 für den Effekt von xi, das heißt Beta 1, und minus 6,19 für den Offset-Parameter, also Beta 0.
Gut, das wäre es erstmal zum Thema einfache lineare Regression. Entschuldigung nochmal von meiner Seite, dass das mit der Tonaufzeichnung in der Vorlesung nicht funktioniert hat. Ich hoffe, das wird nächste Woche besser laufen und dann sehen wir uns nächste Woche zu den Themen Korrelation und Matrizen. Tschüssi, tschüssi.